Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Heute machen wir zusammen wieder das What I Read Next Voting, beziehungsweise ich stelle euch 4 Bücher vor, wie jeden Monat, wovon ihr dann eins auswählen dürft, das ich dann quasi im Februar lesen werde. Letzten Monat hat, was hat denn gewonnen? Obsidian hat gewonnen. Genau. Das hatte, glaube ich, 15 Stimmen bei Instagram. Also wer mir da noch nicht folgt, dort kriegt ihr auf jeden Fall eher mit, wenn es eine Umfrage oder ein Voting gibt. Ich werde heute oder morgen, ich weiß noch nicht genau, auch noch eine Umfrage starten für ein Zeige mir ein Buch, das Video. Also schaut dann gerne mal in meinen Stories vorbei, um euren Senf dazu zu geben. Ansonsten wie immer in die Kommentare, das kennt ihr ja von mir. Ja. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem ersten Buch. Ich habe den Stapel hier neben mir liegen. Ich stelle sie euch nach und nach vor. Und am Ende des Videos dürft ihr dann entscheiden, welches Buch ich im Februar lesen werde. So, fangen wir an mit dem ersten Buch. Das liegt auch von allen am längsten auf meinem Sub. Und das wäre The Secret Book Club von Lyssa K. Adams aus dem KISS Verlag. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich die einzige Reihe, die ich bisher noch nicht aus dem Verlag gelesen habe und wovon ich auch nur ein Buch zu Hause habe. Ich habe es direkt bei Release bestellt. Ich glaube, das war 2020. Ja, 2020. Habe es mir in unsere Buchhandlung hier vor Ort liefern lassen, beziehungsweise habe es dort auch bestellt online, so mitten in Corona, Support Your Locals und so. Ja. Auf jeden Fall liegt seitdem hier und ich weiß nicht warum. Es ist immer noch ein Thema, das mich total interessiert und ich habe immer noch voll Bock, das Buch zu lesen. Aber irgendwie habe ich bisher nicht dazu gegriffen und kann es mir einfach nicht erklären. Ja, ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Die erste Regel des Book Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Book Club. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Geschrieben Thea, also ich denke, es wird Englisch ausgesprochen. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Ein Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Ich finde, das hört sich einfach so, so lustig an und habe einfach keine Ahnung, warum ich es nicht lese. Also, wenn ihr wollt, dass ich dieses Buch lese, dann stimmt gerne dafür ab. Dann kommen wir zu einem Buch, das in einem meiner letzten Votings leider nur den zweiten Platz erreicht hat. Ich hätte es gern gelesen und habe auch keine Ahnung, warum ich es dann nicht trotzdem gelesen habe, auch wenn es nicht gewonnen hat. Aber ja, so ist das halt im Leben. Ich spreche nämlich von Fighting Hard for Me von Bianca Iosivoni aus dem Lux Verlag. Ist auch erst Ende des letzten Jahres erschienen, also so lang liegt das noch gar nicht hier. Ich wollte gerade sagen, es ist das, was am kürzesten hier liegt, aber nein, da ist noch eins, das erst an Weihnachten eingezogen ist. Ja, Fighting Hard for Me ist der dritte Band der, ich weiß nicht, wie die Reihe heißt. Ja, auf jeden Fall von einer Reihe von Bianca Iosivoni aus dem Lux Verlag, einer Lux-Reihe. Es geht um Sophie und Cole, die wir aus den ersten beiden Büchern schon kennen und um ihre Geschichte, die da wäre. Geschafft. Mehr als ein Jahr lang war Sophie unglücklich in ihren Mitbewohner und besten Freund Cole verliebt. Aber nun ist sie endlich über ihn hinweg. Doch ausgerechnet jetzt gesteht er ihr seine Gefühle. Sophie kann es nicht fassen und erst recht kann sie es nicht wagen, ihr Herz derart in Gefahr zu bringen, wo es doch so lange gedauert hat, es zu heilen. Also schlägt sie Cole ihren selbstgetesteten und für gut befundenen 12-Punkte-Plan vor, um ihm dabei zu helfen, sich wieder zu entlieben. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass die gemeinsame Zeit mit Cole das Kribbeln zwischen ihnen nicht löschen, sondern neu entfachen könnte. Ja, New Adult vom Feinsten. Wenn ihr wollt, dass ich dieses Buch lese, dann bitte einmal dafür abstimmen. Bleiben wir gerade beim Lux Verlag, denn
Hier hätte ich noch ein Baby aus dem Hause Lux. Dirty Headlines von L.J. Sheen. Das Buch habe ich bei der lieben Laura von Lauras Lesestunde mal gewonnen und seitdem steht's hier. Ja, warum steht's hier? Weil ich keine Lust hatte, eine Büroromanze zu lesen, eine Zeit lang. Eventuell lag es daran. Jetzt hätte ich tatsächlich noch mal Lust, es zu lesen. Dafür kann ich aktuell keine Rockstar-Geschichten mehr lesen. So ändert sich's halt einfach mit der Zeit. Und ich erzähle euch jetzt mal, um was es in Dirty Headlines überhaupt geht. Stell dir vor, dein unvergesslicher One-Night-Stand entpuppt sich als dein neuer Boss. Der Klassiker. Als Judith Humphrey sich aus der Suite ihres unglaublich guten One-Night-Stands schleicht, ist sie fast ein wenig enttäuscht, dass sie den attraktiven Unbekannten niemals wiedersehen kann, hat sie doch sein gut gefülltes Portemonnaie mitgehen lassen. Aber Jude läuft dem Mann, der immer noch ihre Gedanken beherrscht, schneller über den Weg, als ihr lieb ist. Denn er ist niemand anderes als Celian Laurent, stadtbekannter Playboy, Erbe eines millionenschweren Medienunternehmens und Judes neuer Boss. Dum, 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 dum. Ja, Dirty Headlines, L.J. Sheen. Wenn ihr wollt, dass es gelesen wird und vom Sub verschwindet, dann bitte einmal abstimmen. Last but not least kommen wir zu einem Buch, das ich zu Weihnachten von der lieben Nenia geschenkt bekommen habe. Und zwar Die Einsame im Meer. Der dritte Band ist es. Der dritte Band der Disney Villains-Reihe aus dem Hause Carlsen. Ja, ich denke, über Ursula muss ich nicht so viel erzählen. Die Reihe erzählt halt so die Geschichte, warum die klassischen Disney-Bösewichte böse wurden. Und es schlängelt sich auch noch so ein roter Faden durch alle Bücher. Das sind so... Sind das Hexen? Böse Hexen? Die in jedem der Bücher auftauchen und etwas mit den Bösewichten anstellen, warum sie überhaupt böse werden. Das war jetzt mega kompliziert erklärt, aber ja. Lest die Reihe einfach selbst. Die haben alle nur so 200-300 Seiten. Die sind jetzt nicht so ewig lang. 190 Seiten. Also an einem guten Tag kann man das schon mal durchhauen. Ich habe, glaube ich, die ersten Bände auch jeweils in ein, zwei Tagen durchgesuchtet und weiß gar nicht, warum ich dann den dritten Band nicht gekauft habe. Wobei Ursula ja eigentlich mein Lieblingsprotagonistin ist. Beziehungsweise hatte ich ihn schon mal gekauft über Amazon und er kam einfach nicht an. Und dann habe ich nach ein paar Tagen, obwohl da stand geliefert, Amazon hat geschrieben, ja, da steht geliefert, aber es ist nie bei mir angekommen und ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch. Wenn bei mir was ankommt, was nicht mir gehört, dann gebe ich es zurück. Wenn etwas bei mir nicht ankommt, dann reklamiere ich es. Und ich bin niemand, der sagen würde, oh, es ist nicht angekommen, bitte schickt mir noch ein neues. Sie haben mir dann halt das Geld zurückerstattet und ich habe es dann aber nicht nochmal bestellt, weil ich dann so genervt war und Angst hatte, dass es dann wieder nicht ankommt. Und dann ist es irgendwie in Vergessenheit geraten. Ja, jetzt hat es die Laura mir zu Weihnachten geschenkt und ja, die Nene heißt auch Laura. Also nicht... War kein Versprecher. Und ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor, auch wenn wahrscheinlich jeder von euch Ursula kennt. Die Einsame im Meer. Wie wurde Ariels Tante so rachsüchtig und einsam? Ich wusste gar nicht, dass Ursula Ariels Tante ist. Nice to know. Ja. Die Geschichte der Meeresköniginstochter Ariel ist ein berühmtes Märchen über Verlieren, Wiederfinden und Aufbegehren. Die Rebellion gegen die Welt ihres Vaters kostet die kleine Meerjungfrau ihre Stimme und fast ihre Seele. Aber am Ende überwiegt die Kraft des Guten. Doch was ist mit Ariels Erzrivalin Ursula, der Seehexe? Sie wurde so grausam, höhnisch und hasserfüllt. Was trieb sie zu ihrer Besessenheit, Ariel zu vernichten? Dieser Fantasy-Roman voller Magie, Spannung, Hass und Liebe deckt auf, warum aus der Seehexe Ursula eine rachsüchtige und zutiefst einsame Kreatur des Meeres wurde. Ja. Die Einsame Meer, Option Nummer 4. Jetzt liegt es an euch. Mein Schicksal liegt in euren Händen. Lustigerweise, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, sind alle vier Bücher auf meiner 22 für 22 Liste. Wir haben hier quasi ein What I Read Next 22 Edition. Oder Edition 22. Hört sich besser an. Ja, das hört sich besser an. Ja, es liegt in eurer Hand. Schreibt mir gerne einen Kommentar oder schaut im Laufe der nächsten 24 Stunden bei Instagram vorbei, um
euren Senf abzugeben, um eure Stimme abzugeben, um mir zu sagen, was ihr denkt, was ich im Februar lesen soll von diesen vier Büchern. Ich zeige sie euch nochmal im Schnelldurchlauf. Einmal The Secret Book Club, der Auftakt der Reihe. Dann Fighting Hard for Me, der finale Band der Reihe. Dirty Headlines, ein Einzelband. Und Die einsame Meer, der dritte Teil von, wie viel gibt es jetzt? 6 oder 7? Ja, das waren alle 4. Jetzt liegt's an euch. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Genießt ihn und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!